Ja, da habe ich aber ein positives Feedback gekriegt auf meinen Vortrag auf der Digital X von einem sehr sympathischen Herren. Und wir haben uns danach verabredet und er hat mich eingeladen, zu sich zu kommen. Und dieses zu sich kommen ist ein digitales zu sich kommen. Also mal gucken, was ich jetzt gleich erfahren kann von Kai Holger, den schalte ich jetzt dazu. Viel Spaß bei diesem InnoFlash. So, da bin ich jetzt hier in meinem kleinen Besprechungsräumchen digital und ich schalte nach Hessen zu Kai Holger. Hallo. Du, hallo, du bist in Frankfurt gelandet, In im Herzen Frankfurt. vom Hessen. Ja, aber sowas von. Sehr gut. Erzähl mal, wenn du jetzt gerade in Frankfurt bist, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was machst du? Wer bist du? Lass uns kurz halten. Bin ja nicht so wichtig für den Podcast, auch wenn du sagst, da werden Personen vorgestellt, aber am Ende geht es ja doch immer um die Ideen, die da so sind. Den Grund, warum wir uns kennengelernt haben, hast du, glaube ich, schon in der Einleitung erwähnt. Letztendlich war es ja das Thema hybrides Office. Und meinen viel zu langen Namen hast du vielleicht auch schon dreimal geübt, Kai Holger Müller-Kestner. Seit du 2 Jahren bin ich Co-Founder und Geschäftsführer der IVICOS GmbH. IVICOS steht für Intelligent Virtual Collaboration Solutions, muss man auch einmal lernen, geht aber. Wir entwickeln Apps, um Zusammenarbeit von Teams richtig cool zu gestalten. Leider war halt Microsoft ein bisschen schneller mit ihrem Namen, sonst würde bestimmt eins von unseren Produkten Teams heißen. Es geht also immer darum, wie können Menschen zusammenarbeiten. Dann frage ich dich jetzt nochmal. Du hast dich ja jetzt die letzten 10 Jahre sicherlich nicht nur mit der Idee beschäftigt, sondern hast ja auch noch ein Leben vor Edikos gehabt. Was hast du so gemacht davor? Boah, du, wie das so ist, man kommt aus der Uni und überlegt, wie man sein Geld verdienen kann. Und die Idee war dann, ich mache mich selbstständig und gründe ein Unternehmen. Die Idee fanden ein paar ganz cool an der Uni, meine Frau weniger. Und da wir dann einen Sohn zu Hause hatten, bin ich bei einer großen ja, IT-Butze gelandet, bei Computer Science Corporation. Heute heißen die, glaube ich, DXC. Insofern Großberatungshaus. Da habe ich erst mal 8 Jahre gelernt und auch ziemlich schnell gelernt, wie man irgendwie in so einem Laden dann von einer Verantwortung zur anderen fällt und irgendwann festgestellt, großes amerikanisches Unternehmen aus Deutschland heraus kann man nicht so viel bewegen. Und habe dann fast 10 Jahre für eine private Stiftung, die eigentlich eher Grundlagenforschung in Hirnforschung und Kognitionsforschung gemacht hat, letztendlich fürs Geldverdienen gesorgt. Die hatten eine Software, mit der man szenariobasierte Strategieentwicklung machen konnte, also wieder Tools, mit denen man Teams helfen kann, zukunftsrobuste Strategien zu entwickeln. Und da habe ich gelernt, wie man einfach mit Teams und Software cool zusammenarbeiten kann. Und irgendwann kam aber der Wunsch auf, dass es da noch andere Tools und andere Möglichkeiten geben sollte. Und die Technik hat sich so toll weiterentwickelt. Da musste ich selber was machen. Und da bin ich dann selbstständig geworden. Dann lass uns mal ganz kurz über Passion sprechen, weil wenn man mit dir spricht, und wir haben, das ist ja nicht unser erstes Gespräch, das wir beide jetzt führen, da merkt man ja Herzblut und Passion durch und durch für das Thema. Was ist so deine Passion? Jetzt gar nicht mal an dem Produkt, sondern auch am Unternehmertum. Was zeichnet das aus? Da ist wahrscheinlich viel Experimentierfreude drin und viel zu überlegen, was kann man eigentlich mit den vielen Möglichkeiten, die uns jetzt Technologien geben, besser machen und vielleicht auch nachhaltiger machen. Wir machen so viel Quatsch, wir denken so selten über die Zukunft nach, weil es so anstrengend ist. Also wäre es doch ganz sinnvoll, man entwickelt mal Strategien, bei denen man dann überlegt, wie könnte das in Zukunft gut funktionieren. Und das macht mir einfach Spaß. Das ist zwar anstrengend, stelle ich auch immer wieder fest, in Diskussionen, wenn es darum geht, dass man ja Ideen entwickelt und so ein Geschäft aufbaut, dass man eben tatsächlich erstmal kurz innehalten muss und nicht nur dem Bauchgefühl irgendwie den Vorrang lässt, sondern dass man tatsächlich anfängt, die verschiedenen Möglichkeiten mal auf den Tisch zu legen. Das, was eigentlich halt einfach auch in der Politik viel zu selten passiert.
waren auf einmal alle überrascht, dass es bestimmte Krisen gab und dass wir auf einmal irgendwie ein Thema Flüchtlinge hatten, dass das mit der Umwelt irgendwann mal vielleicht doch ein bisschen Ärger wird. Das waren doch alles Dinge, die wissen wir seit vielen Jahrzehnten. Wir hätten es nur systematisch durchdenken müssen. Und ja, ich gebe ja zu, man kann das nicht vorausschauen, aber versuchen vorauszudenken und dann die passenden Wege rauszusuchen, das finde ich einfach spannend und das treibt mich wahrscheinlich dann immer so sehr. Ja, das kann ich wirklich bestätigen, weil also wir haben, als wir beide das erste unterhalten haben, hast du mir sofort einen Link geschickt, hast mich zu euch geholt und hast mir damals schon quasi, wenn du sagst, du hast mich zu euch geholt, du hast mir versucht, einen Game Changer beizubringen. So, und wenn ich dich jetzt frage, und das ist ja dann die Steilvorlage, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, wird der nächste Game Changer sein, dann tu das auch nochmal ganz kurz mit der Audience, weil den möchtest du ja vielleicht auch nochmal eine Einladung schicken. Super gerne. Also den Link, der ist ja ganz einfach. Der heißt ja immer ivicos.eu/Besucherempfang und schon ist man bei mir. Aber du, Gamechanger, wenn man jetzt intelligent wirken will, dann wird man wahrscheinlich über KI und Quantencomputing loslegen. Tatsächlich würde ich aber eben den Gamechanger darin sehen, dass wir in Zukunft anders arbeiten. Jetzt haben alle gesehen, Remote Work, das ist was ganz Tolles und keiner möchte mehr so recht dauerhaft ins Büro, wenngleich wir natürlich gerne Kollegen sehen, aber es muss ja nicht jeden Tag sein, also kann ich mir überlegen, wie viel möchte ich denn jetzt tatsächlich in das reale Büro und wie viel möchte ich dann zu Hause sein oder an irgendeinem Platz in der Welt. Dieses Work from Anywhere kommt ja jetzt so langsam als Schlagwort auf und da ist eben der Game Changer, den wir nur anbieten können. Also jeder, der es ausprobieren mag, kann uns zum einen besuchen, zum anderen aber auch einfach selber sich so ein eigenes hybrides Office einrichten. Da kann man mal sehen, wie es ist, wenn man sich im Prinzip von einem Unternehmen zum anderen beamt. Weil wir jetzt nicht nur das virtuelle Office letztendlich anbieten, das heißt Büroräume, in denen man sich treffen kann und die Möglichkeit zu sehen, jeden Morgen wieder neu, bin ich der Erste im Büro oder sind andere schon dort? Und das unabhängig davon, ob ich jetzt tatsächlich im realen Büro oder eben zu Hause bin. Und dann eben einfach zu sagen, ich wechsle jetzt mal meinen sogenannten Campus und gehe zum anderen Unternehmen, wenn die mich dort entsprechend zugelassen haben und kann hier zu unternehmensübergreifend zusammenarbeiten. Und das mit zwei Klicks. Und das ist so toll. Das ist so, ja, das, was man sich immer gewünscht hat. Mensch, ich habe mehrere Kunden als Berater. Ich muss jetzt an einem Tag beim einen sein, am anderen beim anderen. Und letztlich, wir kennen uns schon, würde es ja lang, wir würden uns virtuell treffen, aber nicht jedes Mal wieder die Technik neu aufsetzen und gucken, ob es alles funktioniert, sondern einfach klick, klick. Und ich bin bei denen, kann gucken, ob ich gerade reinpasse oder nicht. Jetzt hast du ja ein Feature, das ich ja total cool gefunden habe, war ja dieser Gesprächsmitschnitt, dieses Dauer, dass man sehen konnte, wer wie viel in einem Gespräch miteinander spricht. Da bist du jetzt sicherlich führend, aber diese Sendung ist ja auch quasi für dich da. Ich möchte noch mal ganz kurz ihr seid ja selber euer bester Anwender, habe ich gelernt. Ja, also ihr habt ja auch gerade ein Teamtreffen gehabt. Also wo sitzen deine Kollegen? Ja, danke für die Steilvorlage. Also tatsächlich, wir haben Mitarbeiter, die von Madrid über Barcelona, München, Hamburg, Berlin reichen. Wir hatten ein wirkliches tolles Talent in Berlin gefunden, den hätten wir gar nicht halten können, wenn wir nicht so uns jeden Tag wieder im Office getroffen hätten, dass es keine Rolle spielt, ob er jetzt in Berlin sitzt oder jetzt wieder zurück nach Barcelona gezogen ist. Einfach, weil er sich das immer gewünscht hat, so flexibel zu sein. Aber der hat ein Know-how, das würden wir sonst in Deutschland oder vielleicht auch in Europa nur ganz schwer finden. Wir arbeiten jetzt seit Monaten mit Mitarbeitern zusammen. Die haben wir tatsächlich letzte Woche das erste Mal live und physisch gesehen. Vorher so eingestellt und nichts bereut. Im Gegenteil, das Arbeiten ist hocheffizient. Und klar, wir wollen uns gerne auch physisch wiedersehen. Aber es ist eben nicht nötig, das jeden Tag zu tun, sondern uns langt entsprechend nach Abständen, die Sinn machen und wo sich dann der Aufwand des Reisens ablohnt. Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Meine letzte Frage ist nämlich immer in diesem kleinen Format. Was ist denn derzeit deine Lieblings-App? Das gibt die kürzeste Antwort.
Das ist natürlich unsere App, die Ivy Campus, die ist mir, oder? Die ist mir zu billig. Los, was zu ist deine billig. Was ist außerhalb deiner eigenen App deine Lieblings-App? Oder das ist tatsächlich unbeantwortbar, dann würde ich sagen, das Regenradar, weil ich tatsächlich dann am meisten Spaß habe zu gucken, ob ich mit meiner Vespa trocken ins Büro komme. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das jetzt nicht regnet und du mit deiner Vespa noch draußen ein bisschen rumfahren kannst. Und ich sage auf jeden Fall danke für das nette Gespräch, wie immer. Und wir packen die Informationen, die du eben hier im Podcast hattest, noch unten in die Shownotes. Und das ist super mit dem Ivicos EU, langt's auch schon. Und du weißt, ich habe schon längst einen Nudge bekommen, nämlich den Hinweis, ich rede zu viel. Nee, ich hatte den Hinweis vorliegen, weil ich ja den Link habe, dass ich mit dir jetzt umziehe. Also wir gehen jetzt in dein Büro. Also euch vielen Dank und dir auch vielen Dank. Super. Bis dann. Klasse, danke dir. Tschüss.